Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, heute wieder, ich könnte kotzen. Sowas von. Dieser Staat, der zockt uns ab. Der zockt uns so dermaßen ab. Immer noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Kassieren, ne? Von dir und von mir. Und von Herrn Rackerock auch. Nach dem Intro, legen wir mal richtig los. Regt sich schon wieder auf. Hervorragend. Ja, da machst du doch eh nichts dran. Die hohen Herren in Berlin, die brauchen Geld. Die brauchen viel Geld. Die brauchen mehr Geld, wie sie haben. Was machen wir dann? Ganz einfach. Steuererhöhung heißt das Zauberwort. Sparen gleich Steuererhöhung. Siehste, und ich nenne Sparen mal das Portemonnaie zuzulassen. Nicht immer nur Portemonnaie auf und rausversteuert. Wenn ich so überlege, allein an die EU haben sie letztes Jahr 25 Milliarden Euro abgedrückt. Hey, top, da sind wir wieder Weltmeister, ne? Weltmeister im Abdrücken. Die schmeißen eine Kohle raus. So, und jetzt habe ich hier mal eine Internetseite aufgemacht, ne? Ja, der Bundeshaushalt 2022, da haben sie 495,8 Milliarden Euros ausgegeben. Ne, natürlich hohe Zahl an Steuern ausgegeben. Ne, und jetzt mache ich mal eben ganz kurz hier, warte, eine andere Seite auf. 883 Milliarden an Steuern haben sie aber eingenommen. Hä, komisch. Da müsste ein Riesengewinn sein. Wo ist die Kohle? Weil reicht ja nicht. Reicht ja einfach mal nicht, ne? Weil sie müssen ja noch Schulden machen. Und ich sag dir, wo die Kohle bleibt. Ah, bist du wieder super schlau? Weißt du schon wieder, was alles kostet? Wo das Geld hinfließt? Weißt du das schon wieder, Knolte? Ja, das weiß ich, denn ich habe einen gesunden Geistesverstand, oder wie das da heißt, ne? Also, pass mal auf. Ich stell dir mal vor, da ist so einer aus dem Ausland, ein Zugereisten, ne? Ich meine jetzt kein Flüchtling, nee, ich meine ganz offiziell einen Zugereisten. So, ein Fachkraft, weil eigentlich gar keine Fachkraft ist. Also, der kommt hier hin und, ja, wenn er nicht gerade ins Sozialsystem rutscht, sondern arbeiten geht, dann zahlt er ja auch so ein bisschen Sozialabgaben, ne? Aber auch, wenn er nichts tut, hält er die Hand auf, kriegt er ja auch Kohle. Und dann geht er da hin und sagt, du, in meiner Heimat, da habe ich noch 5 Kinder rumtouren. Dann kriegt er da Kindergeld für die Blaren, die noch irgendwo im Ausland rumgammeln, ne? So. Unverzeihlich ist sowas und unverständlich natürlich auch. Da kann ja jeder kommen und den Staat abzocken. Jeder kann da kommen. Und der Staat macht fleißig mit. Die geben eine Kohle raus. Bärböckchen macht Urlaub in Afrika, 300 Millionen lässt sie da. Bärböckchen macht Urlaub da, 500 Millionen weg. Bärböckchen macht Urlaub da und so weiter und so weiter. Und das Bärböckchen ist ja nicht die einzigste, die verreist, ne? Was meinst du, was der Olaf mit der Kohle um sich schleudert? Mit deiner Kohle? Du hast dafür geschafft. Du bist da in dem Hamsterrad gefangen. Sieh ja zu, dass das nicht stehen bleibt, dieses Hamsterrad. Ja, es soll sich drehen und drehen und noch schneller drehen. Ja, und ihr lasst es alles geschehen. Ihr regt euch vielleicht drüber auf, da schon wieder eine Steuererhöhung kommt. Pech gehabt, muss ich halt durch, ne? Guck mal, die CO2-Steuer, die da gekommen ist. Und jetzt wollen sie ja da irgendwas machen. Ach, wo steht es noch? Ich weiß es jetzt nicht. Wegen der Pflegekasse. Wenn du ein paar Kinder hast, ne? Also die da im Ausland zählen da nicht. Also, wenn du ein paar Kinder hast, dann zahlst du weniger. Und wenn du keine Blaren hast, dann zahlst du mehr. So, und mein Blach ist schon aus dem Haus. Ich habe ein Kind, wohnt aber nicht mehr hier. Ist schon auf eigenen Beinen. Also zahle ich mal mehr. So, und Junior verdient auch Geld. Und der ist noch nicht mal verheiratet, also hat er auch keine Blach. Hoffe ich doch zumindest. Also zahlt er auch schon mal mehr. Mehr. Alle zahlen mehr. Und das, wenn es einmal weniger wird, die paar Groschen da, da brauchst du gar nicht von reden. Der Staat, der schenkt dir nichts. Der kassiert nur immer mehr. Ja. Schau dir allein mal die Maut an.
Die Autobahn macht auch. Für LKWs gibt es das ja schon lange. 7,5 Milliarden spielt sich ein. Jahr für Jahr. Fließt das in die Straßen? Nö. Gibt ja noch Griechenland, Polen. Und wie die ganzen Länder heißen, die bedürftiger sind. Dabei ist der Deutsche doch gar nicht so reich, wie sie immer sagen, ne? Guck mal. Wie viele Deutsche haben Eigenheim? Finger hoch. Schreib mal in die Kommentare, was du glaubst, wie viele Deutsche ein Eigenheim haben. Oh, doch so viel. Wahnsinn. Dann weiß ich nicht, warum in den Städten überall nur die großen Mietskasernen stehen. Großes Fragezeichen im Gesicht. Und dann guck mal nach Italien, Spanien oder sonst wohin. Da haben sie alle ein Eigenheim. Jo, da wohnen die wenigsten auf Miete. Und jetzt? Sind die Italiener dann doch reicher? Ja, natürlich sind die reicher. Und die Spanier auch. Und die haben noch einen großen Vorteil. Die brauchen in der Mittagshitze nicht draußen zu malochen. Die machen Siesta. Und wenn die blöde Fliege nochmal über die Kamera krabbelt, dann hole ich eine Fliegenklatsche. Ah, lass mal das kleine Ding in Ruhe. Die wollen ja auch nur leben. Ja, Fliegensteuer gibt es bald. Hör auf. Ja, und Sauerstoffsteuer, die müssen wir auch noch einführen. Mensch, du atmest den ganzen Tag vollkommen umsonst. Das geht nicht. Entweder atmen aufhören oder bezahlen bitte schön dafür. Müssen wir das wirklich bleiben? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber ihr schlaft ja alle brav weiter da draußen. Ihr seid Schlafschafe. Und so können sie noch eine Steuer machen und noch eine Steuer machen und noch eine Steuer machen. Anstatt verdammt nochmal zu sagen, jetzt ist aber mal gut hier, ihr kriegt nichts mehr. Ihr müsst mit 400 Milliarden auskommen. Das reicht verdammt nochmal. Das ist unser Geld. Ja, deins auch. Deins auch. Du buckelst dich krumm. Ein halbes Jahr gehst du für Papa Staat arbeiten. Ach nee, halbes Jahr, das war früher mal, ne? Jetzt gehst du ja schon ein halbes Jahr und einen Monat und bald zwei Monate und bald gehst du ein Dreivierteljahr nur für den Staat arbeiten. Überleg dir das mal. Und dann überleg mal, wo du dein Kreuz bei den nächsten Wahlen machst. Bei den Geldgeiern, die es ins Ausland verschleudern, die alles bezahlen, nur nicht das, was für den kleinen Deutschen wichtig wäre. Verdammt nochmal, wach werden. Und in diesem Sinne sag ich mal, munter bleiben. Tschüss.